Sauber und rein. Vielleicht ist sauber das große Zauberwort überhaupt. Und wie oft schaffen wir uns etwas an und es blinkt so richtig und es brandneu und es glänzend und man muss es nicht mehr polieren. Aber auf der anderen Seite müssen wir dann Dinge wieder polieren. Vor allem müssen wir sie reinigen, wir müssen sie sauber machen. Wir müssen uns waschen. Und über das Waschen gibt es verschiedene Auffassungen, aber das Waschen an sich wichtig ist, geradezu lebensnotwendig ist im Hinblick auf die Hygiene, daran zweifelt wohl niemand. Aber gleichzeitig ist das Säubern, das Saubermachen, das Reinigen, das sich Waschen, die Körperhygiene und all diese Dinge immer wieder eine Herausforderung. Wie viel muss ich davon machen und wie viel reicht und wo ist es zu wenig? Und da gibt es Menschen, die haben einen Waschzwang, die haben einen Sauberkeitszwang, die putzen nur noch und vergessen das andere Leben und vergessen die wichtigen Dinge in ihrem Leben. Und das ist dann auch sehr schwierig und einseitig. Aber das Säubern, wenn wir uns mal recht überlegen und betrachten, ist etwas, was viel Zeit in unserem Leben in Anspruch nimmt. Und wenn einem das mal klar ist, dass es wichtig ist, Dinge nicht verkommen zu lassen, ein Haus zu renovieren auch, das gehört ja auch mit dazu. Ich meine jetzt nicht die Sanierung unbedingt, aber die Sanierung ist natürlich dann auch angesprochen, sondern es wichtig ist, die Dinge zu erhalten. Es geht ja um das Erhalten bei dem Reinigen. Also eine Erhaltung entstehen zu lassen, dann merkt man, wie wesentlich das ist. Jemand, der seine Sachen verludern lässt und sich selber unrein macht und stinkt und die Wohnung in einem fürchterlichen Zustand ist. Und davon gibt es eine Menge Menschen, auch in der heutigen Zeit oder immer noch auch in der heutigen Zeit, der hat eben ein bestimmtes Leben und eine bestimmte Auffassung vom Leben. Und wir kennen ja Freiheitsgrade, wenn jetzt nicht jemand vollkommen verkommt und dadurch dann eine Betreuung angeregt werden muss von jedermann. Jedermann kann Betreuung anregen, dann ist es sicherlich kein Grund, hier zu intervenieren. Aber das Reinigen, das sich drum kümmern und damit das in Ordnung halten, ist etwas, ich möchte es nochmal betonen, etwas sehr Grundlegendes und auch sehr aufwendig. Trotz aller Vereinfachungen, technischer Vereinfachungen und all dem, was wir so kennen, trotz aller Reinigungsmittel, die für dies und jenes gut sind, braucht es immer noch diesen manuellen, vor allem persönlichen und engagierten Aufwand um Hygiene, um Reinigung, um Reinlichkeit, um Sauberkeit und damit um Ordnung zu halten. Etwas sehr Grundsätzliches. Und ich würde mal Pi mal Daumen sagen, ohne da genau eine Statistik zu kennen, das macht ganz sicherlich ein Viertel unseres Lebens aus, wenn ich großzügig bin, ein Viertel unseres Lebens, das wir damit verbringen müssen oder eben können, um alles reinzuhalten oder sauber zu halten oder in Form zu halten, in Ordnung zu halten. Das ist etwas sehr Wichtiges. Und darüber ist man sich oft gar nicht im Klaren. Man denkt, ja, ich habe das und jenes und dann macht man das so gezwungenermaßen, weil es die Frau befiehlt, vielleicht zu Hause oder jemand anders oder weil man konditioniert wurde als Kind oder darauf getrimmt wurde. Aber es ist so wichtig, wenn man das mal eingesehen hat und für diese Reinigkeit sorgt. Ich betone, diese normale Reinlichkeit sorgt, für die wir sorgen müssen als Menschen, um eben dann zum Beispiel nicht krank zu werden oder nicht ständig eine Infektion zu haben. Und was alles noch damit zusammenhängt, dann wird das Leben vielleicht überschaubarer und in dem Sinne auch interessanter.